Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23, Create My Team hier bei Heisenberg. Zack, so, da sehen wir gerade Ziggy, oder haben ihn gerade gesehen? Ja, kein Tor gekriegt gegen Kaiserslautern und eines geschossen. Ja, so kann man es machen. Ziggy mit mehr Einsätzen, ja, das kann ich jetzt gerade nicht lesen. Halb so schlimm, wir haben noch den Chat, wir gehen mal gucken. Wer möchte was? Der Herr Ziggy, da haben wir ihn ja schon wieder. Ich möchte mich für die vielen Einsätze bedanken. Ist schon lieber. Okay, nein, wir erwarten nicht mehr von ihm, er ist wirklich stark. Deswegen sind wir auch stolz auf ihn, ganz klar. Wir gehen mal schnell in die Transferzentrale. Da hieß es irgendwie, wir hätten Spieler mit 73. Ich weiß jetzt nicht genau, was da gemeint war. Also 73 Stärke. Stürmer 74, uninteressant. Er wahrscheinlich, Innenverteidiger. Aber Innenverteidiger haben wir. Wir waren doch auf der Suche nach einem rechten Verteidiger. Er hier, genau, aber er ist zu teuer. Da kommen wir noch nicht ran. Ich muss mal schnell gucken. 10 Millionen, nee, das geht nicht. Wo haben wir denn irgendwie? Weil das stand in den Kommentaren. Ja, hier nicht. 73 Stärke, dass wir den uns holen könnten. Hier, das müsste schon eher sein. Aber Innenverteidiger brauchen wir nicht. Wir können ja mal schnell gucken gehen. Mannschaft? Teamzentrale? Ne, Blödsinn. Doch, stimmt. Da muss ich sowieso noch kurz was gucken, dann schnell. Ne, das ist ja genau falsch. Ich brauche die Taktikvorlage. Hier, da ist er. Das brauchen wir. Gehen wir mal schnell rein und dann sehen wir Innenverteidigung Arni 79, Haas 78. Uninteressant. Das muss so. Ist okay. Schmidt rechts. Ist auch okay. Der Herr Beck links. Den müssen wir wahrscheinlich dann irgendwann ersetzen. Und den Herrn Schröder da mit 71. Das sind so die beiden Punkte. Da würde ich dann ansetzen. Ja, wenn die Saison vorüber ist, weil im Moment können wir sowieso keinen kaufen. Jetzt stand aber noch, wir können hier irgendwie einstellen, dass wir zum Beispiel mehr Spieler im Strafraum drin haben. Offensivläufe, Abfang. Ja, ich weiß halt nicht wo. Wobei es hieß, eher unten. Oder war das nicht unten? Moment, Druck nach Fehlern, schneller Aufbau. Breite Spieler im Strafraum, da haben wir es doch. Machen wir das mal und testen das mal. Weil ich habe gejammert, das was ist gejammert? Ich habe halt gesagt, wir haben eigentlich zu wenig Leute im Strafraum drin bei den Eckbällen. Deswegen fruchten die auch irgendwie nicht so richtig. Gut, wir gehen mal zurück und schauen. Das nächste Spiel, das wir hätten, wäre gegen Darmstadt. Ich gehe mal schnell gucken, was dann das nächste ist, weil Darmstadt ist, glaube ich, eher weiter hinten. Das würde ich vielleicht je nachdem sogar simulieren. Ja, hier komme ich noch nicht weiter. Wir können ja mal schnell gucken. Tabelle Darmstadt. Schon eher weiter hinten. Ja, auf der 15. Ich würde das simulieren und gucken, was dann kommt tatsächlich. Also, ist natürlich immer ein Risiko. Das Simulieren, ja, gut, wir steigen natürlich auch als Dritter auf, da haben wir 4 Punkte Vorsprung, so ist es nicht. Aber ich möchte im Prinzip die zweite Liga auch als Meister beenden, wenn das irgendwie machbar wäre. Aber wir werden Darmstadt simulieren, würde ich sagen. Jetzt haben wir sowieso zuerst mal noch Training. Gucken wir mal, da haben wir ja das eine oder andere noch offen, hier gerade nicht, das ist okay. Nochmal Training. Ja, ist auch okay. Die sammle Trophäen-Dingens lasse ich mal getrost weg. nochmal Training. Wir haben, glaube ich, noch eins, das wir noch gar nicht haben. Oder ein F haben wir dort. Das möchte ich mir dann tatsächlich ansehen. Partie spielen. Wir haben nichts in der Post. Ja, ich würde sagen, wir spielen die. Aber eben, das werden wir simulieren, das Ding. Ich hoffe mal, wir simulieren das vernünftig. Wir spielen mit der stärksten Mannschaft. Habe ich gerade so gelassen. Weil das Spiel wechselt dann ja selber, das kennen wir. Also, 3, 2, 1, 0. Ui, gewonnen. Sehr gut. Huiuiui, heiße noch mit einer gelben Karte, das ist unnötig. Ja. Ist soweit in Ordnung. Das nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir das. Sehr gut. Wir können das auch mit Simulieren gewinnen. Ja, die Mannschaft müsste eigentlich stark genug sein, zumindest gegen gewisse Gegner. Spielerchat. Schon wieder der Herr Ziggy. Ne, der Herr Bauer. Ich bin nicht einer der Top-Spieler hier. Richtig. Aber ich denke, ich habe mehr Einsätze verdient. Dann zeig uns das. Macht er eigentlich, weil er schießt schon Tore. Also so ist es nicht. Okay, gehen wir weiter. Ja, welche Überraschung. Nochmal ein Trainingstag. Sehen wir schon, wen wir als nächstes haben. Er, das könnte... Ist das Jan Regensburg? Das könnte sogar sein. Wir gehen mal weiter. Nochmal ein Training. Ja, ist auch okay. Lass noch ebenfalls so laufen. Und dann haben wir gleich das Spiel. Ich gehe schnell zur Tabelle.
Jan Regensburg, müsste hier irgendwo drin sein. Ach, 17, da könnt ihr eigentlich auch simulieren. Sollen wir das auch simulieren? Machen wir ein bisschen Simulationstag heute. Wir gehen mal weiter. Beziehungsweise, ich habe in meinem Abschlussbericht zu Ruben Vargas. Oh, okay, sehr gut. 76 Stärke. Ja, Freigabesumme 18 Millionen. Da sind wir weit von entfernt, aber wir kriegen Geld Ende Saison. Das ist gut, dass wir uns den mal angesehen haben. Stürmer 18, der wird nicht beobachtet, okay. Die werden irgendwie alle nicht beobachtet. Linkes, was ist das? LF, linker Flügel, Torwart. Stürmer, Stürmer. Hier hätten wir einen Linksverteidiger. Den möchte ich mir mal ansehen. So, okay, gut, das haben wir. Gehen wir wieder zurück. Und dann würde ich sagen, simulieren wir noch. Ist natürlich nicht ungefährlich. Wie sieht denn die Tabelle aus? Bielefeld ist vor uns. Ach, die haben ein Spiel mehr. Ich wollte gerade sagen, wie geht das denn? Wir haben noch gleich viele Punkte. Die haben ein Spiel mehr. Das heißt, mit einem Unentschieden wären wir eigentlich an Bielefeld wieder dran. Wir haben das bessere Torverhältnis. Okay, wir machen die Partie und simulieren die aber, wie gesagt, ebenso. Und hoffen da einfach mal auf eine vernünftige Simulation, wenn man so will. Und das nächste Spiel machen wir, egal was es ist. Zum Ergebnis springen. Ich möchte es gern. Warum kann ich das jetzt hier nicht einstellen? Moment, machen wir mal, fortsetzen. Ach, die haben noch nicht angespielt. Jetzt zum Ergebnis springen. 3, 2, 1, 0. 2-0 gewonnen. Sehr gut. Wir kriegen das hin, ohne dass wir spielen. Das ist ja sehr schön. Heiß ich schon wieder mit einer gelben Karte. Was macht der Mann? Jetzt hat er schon zwei gelbe Karten. Jemand ist er gesperrt. Na gut, dann haben wir natürlich den Herrn Bauer. Dann lassen wir den einfach laufen. Sehr schön. Haben wir noch was? Ich hoffe, wir haben noch ein Spiel. Ja, das werden wir mit Sicherheit haben. Überragende Leistungen von Lasse Kühn. Mhm. Definitiv. Trainingstag. Nö. Schon wieder das mit den Trophäen. Das verfolgt uns. Wir haben gegen Hansa Rostock das nächste Spiel. Ich gehe schnell gucken. Rostock. Auch weit hinten, auf der 13. Aber das werden wir spielen, ganz klar. Die Tabelle, wir führen mit 2 Punkten Vorsprung. Sehr gut, freut mich. Champions League ist für uns noch uninteressant. Das ist wieder okay. So, 2 Spiele simuliert, 6 Punkte. Ich würde mal sagen, das ist in Ordnung. Also, da haben wir das Spiel. Partie spielen, Rostock gegen Heise. Wir haben fast das Doppelte an Punkten von Rostock. Aber das heißt natürlich noch lange nichts, ganz klar. Blau gegen Grün. Ich finde eigentlich das Rot dann fast besser, oder nicht? Wir schauen mal schnell. Der Fini ist wie gesagt dran an den Trikots. Das werde ich heute mit ihm noch besprechen. Ich bin gespannt, wie das dann funktioniert oder wie ich das dann hinkriege. Wir werden sehen. Ja, ich finde das Rot besser. Und vielleicht die anderen sogar eher weiß. Wobei Rostock, ich kenne jetzt Rostock nicht so gut, aber haben die blaue Trikots wahrscheinlich schon. Ja, das ist halt besser zu erkennen. Aber wir bleiben beim Blau, ganz einfach, weil ich davon ausgehe, das ist tatsächlich das Trikot, das die Rostocker verwenden. Gut, dann haben wir das. Ja, wir spielen mit den stärksten Leuten. Oder ich muss mal ganz schnell gucken gehen. Der Heiß ist nicht gesperrt, oder schon? Nee. Wie viele gelbe Karten kann man denn haben oder darf man denn haben? Das ist natürlich ein bisschen die Frage. Ja, wir machen das mal so, wie wir es hier haben. Okay, gut. Einmal nochmal. Den hier. Und dann geht das los, das Dingen. Mal gucken, was wir für Wetter haben. Wahrscheinlich wieder Schnee oder Regen oder irgendwie sowas in die Richtung. Nee, das sieht soweit gut aus. Und wir sehen Heisi, beziehungsweise hier Lasse Kühn. Mit 16 Toren. Das heißt, er hat aber in den letzten beiden Spielen keine Tore mehr gemacht. In den simulierten, so wie das aussieht. Weil 16 hat er doch vorher schon, dachte ich. So, schöne Affische. Jawohl, da haben wir es. Hansa Rostock gegen Heisenberg FC. Da kommen die Protagonisten. Wir haben wieder mal einen weißen Ball zur Abwechslung. Und da haben wir den Herrn Till. Sagt mir so gerade nichts. Jawohl, oh, es ist ja halt schon, das ist ja halt gleich wieder Fußballstimmung. Wenn man so einen Kommentator, also so einen Stadionsprecher hört, da sehen wir es, wie auf Platz 1. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir spielen von rechts nach links in den roten Trikots. Und wollen hier 3 Punkte, ganz klar. Aber was wir wollen, ist den Rostockern wahrscheinlich relativ egal. Die wollen auch. Zwar ebenfalls die 3 Punkte. Ja, gut gemacht. Noldi, mal wieder. Noldi, sage ich schon. Arni.
Oh, guter Ball. Oh, da ist aber einer gerade reingegrätscht. Ist Noldi Schweizerdeutsch oder kennt man das bei euch auch? Also bei euch halt in Deutschland oder so oder in Österreich auch? Ja, Noldi Schwarzenegger halt. Komm, ich hab dich. Oh, ne, ich hab dich eben nicht. Da ist Arni wieder. Oh, gefährlich. Ui, das ist natürlich ganz gefährlich. Das hat er. Ui. Das hat er da ganz gefährlich gemacht. Wenn das ein bisschen weiter auf der Seite macht, dann klingelt's. Weil da geht der Ball einfach rein. Jawohl, geh nochmal hinten rum. Macht er gut, gefällt mir. Seite wechseln, da bin ich auch immer ein Fan davon. Gut gemacht. Jawohl, auch stark. Oh, da muss er aber nochmal hinten rum. Ach, und dann ist der Pass aber dann doch eher nix. Aufpassen, Konter. Ja, komplett falsch gelaufen. Ja, da muss Ziggy ran. Huiuiui, das war irgendwie halt ein Konter. Da kannst du in dem Sinn nicht viel machen. Dann haben wir die Wiederholung. Komplett durcheinander gewürfelt die Abwehr. Aber Ziggy natürlich wieder auf dem Posten. Was heißt natürlich, man darf das nicht voraussetzen. Aber er ist halt einfach dermaßen stark, der gute Mann. Dem haben wir wirklich schon manchen Punkt zu verdanken. Ja, das war jetzt eher eine leichte Übung für ihn. Aber auch den musste er halt erstmal kriegen. Guter Ball soweit. Jawohl, auch stark. Ah, zu optimistisch. Auf Heisi. Oh, ich dachte, ich komme vielleicht noch ran. Da kommt Heisi tatsächlich noch mal ran. Ja, das war überhaupt nicht, was ich wollte. Keine Ahnung, warum der Ball dahin geht. Kein Abseits, würde ich sagen. Oh, dann so eine komische Flanke wieder. Oh, wenn da natürlich der Abpraller kommt. Ah, das war jetzt ein ganz merkwürdiger Angriff. Weil irgendwie zwischendrin dieser eine Pass, also den wollte ich natürlich so definitiv nicht. Ja, lass die mal laufen. Die laufen ins Abseits rein, wenn er da nichts macht. Wieder Arni, wieder stark. Da haben wir den Herrn Grant. Den Herrn Schröder. Ja, gut gemacht. Setzt dich gut durch. Läuft einfach mal durch. Aber schon wieder so eine Flanke irgendwie komplett. Irgendwie in den Schilf. Anders kann man es gar nicht sagen. Also da drücke ich nicht hin, beim besten Willen nicht. Ja, eigentlich gut der Ball. Bin ein bisschen viel Auswärtsstrahl. Da habe ich die Kugel nochmal. Nochmal Seite wechseln. Ach, und dann gelingt das Dribbling nicht. Oh, da komme ich nicht an den Ball ran. Oh, irgendwie läuft es gerade gar nicht. Man sieht's. Jetzt. Oh. Ja, das war natürlich auch nichts. Da habe ich mal wieder den Zweikampfknopf gedrückt. Und dann wurde das nochmal irgendwie... Oh, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Dann wurde das dann halt nochmal übernommen. Ja, vernünftig mal hier ein bisschen überbrücken das Ganze. Gut gemacht. Ach, und die Flanke. Wenigstens kommt sie in den Strafraum. War schon mal besser wie die davor. Oh, gut gemacht. Ja, wir sind überlegen, würde ich sagen. Das sieht man relativ deutlich. Aber wir müssen halt die Tore machen. Oder wenigstens mal eins. Ecke. Moment, muss mal basteln. So hätte ich es gerne. Okay, das war gar nichts. Das war, glaube ich, die schlechteste Ecke ever. Okay, 0-0. Hm. Gestaltet sich wieder schwierig. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir irgendwie wechseln können. Beziehungsweise sollen. Ist hier was? Nein, die sind alle... Ja, kein Wunderspiel, nur so schlecht die Rennen. Ich guck mal, der Herr Beck, der ist ja fast noch komplett frisch. Gibt's ja echt nicht. Okay, wir spielen mal mit den Jungs weiter. Und hoffen, dass wir hier ein bisschen was Schlaueres hinkriegen. Hat noch eine Torchance? Also wenn, dann nicht unbedingt eine große. Oh, das ist ja wieder ein Pass. Da muss man schon wieder korrigieren.
Jawohl, gefällt mir besser. Sehr gut, Herr Schröder. Oh, komm ich nicht durch. Ja, hat er geschickt gemacht, der Verteidiger. Einfach abgeblockt das Ganze, da geht der Ball ins Aus. Nicht zu dem. Oh, daneben gehechtet. Oh, aufpassen. Oh, nee, 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 was war das? Ja, da sind wir zum Glück im Weg. Nicht zu dem. Der Ball, oh, gefährlich. Oh, unnötig gefährlich tatsächlich. Komm, haste. Jawohl, stark gemacht. Endlich kann ich mal wieder sagen, stark gemacht. Das war allerdings dann nicht stark gemacht. Nochmal Seite wechseln. Oh, telefoniert mal wieder. Einfach nur schlecht. Gibt's doch nicht. Ja, ich erwische ihn nicht. Gut gemacht, gut gestellt. Jawohl, nochmal Fuß rein und nochmal. Oh. Okay, oh, ich dachte schon für ein Momentchen. Hilfe, 11 Meter. Nee, doch nicht. Lauf, sehr gut, Herr Grant. Genau, schicken wir ihn hier. Sollen wir abbrechen. Nimmt nochmal Anlauf und dann die Flanke. Und es ist halt wieder irgendwie nur ein Rostocker da. Und da ist ein Fuß im Weg. Und da kommt Heisi nicht ran. Es ist ein Kreuz. Gut gemacht. Oh, der Schuss dann eher schlecht leider. Okay, wir gehen mal raus. Ich würde mal wechseln gerne. Lasse Kühn haben wir gar nicht gesehen. Ich würde Kühn rausnehmen, Bauer bringen. Was haben wir noch als Alternative? Ja, im Mittelfeld halt den Herrn Becker. Der ist halt schon eher schwächer tatsächlich. Ich bringe ihn trotzdem. Dann haben wir wieder ein bisschen frische Kraft. Gut. Ja, ja, irgendwie, es gestaltet sich schwierig, man sieht's. Aber es ist halt Fußball. Es läuft halt nicht immer, wie man sich's wünscht. Wir sind die stärkere Mannschaft, behaupte ich mal. Das sieht man auch. Wir müssen es nur umsetzen. Nein, und dann nicht da reindrehen. Oh. Komm, geh drauf. Er möchte nicht. Ja, dafür der Herr Schmidt, der kämpft hier. Leider vergeblich. Oh, aufpassen. Oh. Ui, was für ein Riesenglück. War aber, glaube ich, abseits. Nochmal wechseln. Okay, gerne. Uiuiui, jetzt haben wir zweimal Riesendusel gehabt. Das ist natürlich schon schwach. Also wenn wir wirklich Glück brauchen, um hier tatsächlich das Unentschieden noch zu halten, dann stimmt was nicht. Ah, da komme ich ja auch nicht durch. Ich komme mit den Dribblings nicht durch. Oh, der geht hier auch ganz alleine. Aber da haben wir nochmal Ziggy. Ja, Ziggy und Glück. Heieiei. Okay, Heisi geht raus. Was ist denn der Herr Neumann für einer? Ach, der 64er Stürmer, glaube ich. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt klicken müssen. Jetzt haben wir irgendwie... Na gut, wir haben den Herrn Bauer da noch im Sturm. Aber im Endeffekt habe ich fast ein bisschen das Gefühl, wir müssen darauf achten, dass wir hier nicht irgendwie am Schluss noch das Unentschieden nicht halten können. Gut gemacht. Stark. Oh, schade, wieder eine Chance. Was, Lasse Kühne? Das war der Herr Bauer tatsächlich. Und, eine Wiederholung? Nein, wahrscheinlich nicht. Nö, der Herr Heisi. Okay, eine bessere Ecke wäre gefragt. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Leute drin. Irgendwie so, vielleicht. Ja, nicht so schlecht. Oh, Tor! Tor, Tor, Tor. Okay, es hat sich bereits ausgezahlt, dass wir hier mehr Leute reingestellt haben. Und es war Arni. Arni hat ein Tor geschossen. Und vor allem auf der richtigen Seite. Arni hat ja schon mal ein Tor gemacht. Aber ein Eigentor war das. Oh, schönes Tor. Und wir haben sogar die Wiederholung. Ja, da kommen wir halt mit mehr Leuten. Ja, ja gut. Oh Gott, kommt da noch die Torlinien-Dingens zum Zug? Gut gemacht, wirklich. Unter Bedrängnis. Ja, von hier sieht man es natürlich nicht. Da bräuchten wir je nachdem nochmal die Torlinie. Falls wir das noch sehen. Nö, es ist ein Tor, es zählt.
Puh, okay, relativ spät natürlich in der 83. Minute, aber auch die zählen. Und ich behaupte, verdient ist es. Ja, wieder Arnie. Arnie einfach mit einer tadellosen Leistung heute. Der Pass war nicht so ideal, aber Glück gehabt. Ah, schade, komme ich nicht ran. War eigentlich auch wieder gut gedacht, aber wenn man halt nicht rankommt. Oh, da kam ich ran. Jetzt nur nicht irgendwie fahrlässig werden. Wieder Arnie. Beiden den Ball weggenommen. Ich würde sagen, Spieler des Tages, ganz klar Arnie. Ah, oh, da komme ich wieder nicht ran. Auch wieder schlecht gemacht. Und wieder Arnie, der hier. Oh. Ich wollte gerade sagen, wieder Arnie, der hier uns den Punkt rettet. Also, das muss ich wirklich sagen. Arnie Weltklasse heute. Tatsächlich. Wenn man sich das genau anguckt, was der jetzt noch alles gemacht hat, am Schluss, abgesehen vom Tor. Also, was heißt abgesehen? Zusätzlich zum Tor, so muss man sagen. Ganz klar, Ziggy stark. Arnie Weltklasse heute tatsächlich. Sagenhaft. Und der Rest der Mannschaft Durchschnitt, muss ich wirklich sagen. Kompletter, biederer Durchschnitt. Aber wir haben wieder 1-0 gewonnen. Das heißt, wir haben die 3 Punkte wieder auf unserem Konto. Das ist das, was wir wollten und das ist das, was wir haben. Da sehen wir nochmal Lasse Kühn. Heute auch nicht unbedingt. Aber ja, das ist halt gut, wenn halt mal die Topstars, Heisi und Kühn, nicht unbedingt stark spielen. Ja, dann spielen andere stark. Das ist natürlich auch eine Qualität, die eine Mannschaft haben kann und die sie braucht. Sehr gut, haben wir das. Gehen wir mal schnell zur Tabelle, wie sieht's aus? 5 Punkte Vorsprung, Bielefeld tatsächlich auch mit 24 Spielen. Ja, gefällt mir. Da können wir auch wieder beruhigt simulieren. Falls wir da dann mal wieder irgendwie eingeschenkt kriegen, ist es nicht so schlimm. Gut, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das Spiel war so lala, aber ich denke, das hat sich alleine gelohnt, sich das anzusehen, wegen den letzten 10 Minuten von Arnie. Also was der da jetzt geboten hat, heiliges bisschen. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss!